Auf geht's! Das ist die Parade für den Erhalt der Nikosa Maschinenbaufabrik. Die Firma soll geschlossen werden. Mitten in der Corona-Krise, die Eigentümer in der Schweiz haben wohl darauf gewettet, dass es keinen Widerstand gibt. Wir wollen hier an dem Standort bleiben. Man muss sich vorstellen, dass 160 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Es sind 160 Familien. Für unsere Stadt wichtig ist, dass wir dieses Unternehmen als Technologieträger am Leben erhalten. Denn das ist das Allerwichtigste, sich gegen eine solche Willkürentscheidung zu wehren. Solidarisch ist man nicht allein. Hier war immer schon Industrie und Kultur. Nikosa bleibt. Nikosa bleibt. Hier bleibt hier. Und jetzt gilt es darum, das, was wir auch konzeptionell auf den Weg gebracht haben, was wir uns erarbeitet haben mit der Arbeitnehmervertretung im Betrieb, dass wir das auf das Gleis bringen mit der entsprechenden politischen Unterstützung. Verlasst euch nicht auf eure Manager. Nehmt euer Schicksal selber in die Hand. Und das ist ein guter Start für die neuen Verhandlungen zur Aufforderung unserer Geschäftsleitung, dass sie sich endlich mit uns an einen Tisch setzen. Und letztlich geht es darum, die Eigentümer dazu zu bewegen, von ihren Schließungsbeschlüssen Abstand zu nehmen und dann wieder die Zukunft für Nikosa in Leipzig möglich zu machen. Nikosa! Nikosa!